Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Hier gibt es eine Unterversorgung, hier haben wir minus 9, da haben wir plus 7. Dann werden wir das jetzt nochmal ein bisschen reduzieren. Und werden hier unten aber auch noch... Wird aktualisiert. Genau. Hier werden wir noch Saft produzieren. Jetzt muss ich mir nochmal angucken, wie die alte Produktion aussieht, ob wir da nicht noch irgendwelche Altlasten haben. Das haben wir komplett ausgebaut, die Obstplantage. Haben wir noch irgendwelche Plantagen, die sinnlos sind? Das Ding ist zum Beispiel Quatsch. Weil hier kann ich gar nichts weiter ausbauen, weißt du was? Den reiße ich jetzt erstmal ab. Da können wir nur 3 dran setzen. Der ist auch maximal ausgebaut, das heißt, das macht eigentlich auch keinen Sinn da vorne. Vielleicht können wir das hier unten nutzen. Okay. Ah, funktioniert leider nicht. Gut, aber... So. Können wir jetzt nicht das Ding da oben... Wo ist es? Da ist es. Hier runtersetzen. Okay. Jetzt warte mal. Wo ist es hin? Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich eins? Habe ich den abgebaut durch Verschieben? Okay. Schade, passt da nicht mehr hin. Okay, wie viel haben wir denn? Obst produzieren wir? Wir haben 20, okay. Da müssen wir eigentlich nur mehr Saft produzieren. Jo, machen wir gleich. Wir verbessern das gleich. Wir können auch die Fabriken verbessern. Wo habe ich da meine Saftfabriken? Hier haben wir 2. Ist ja auch Bullshit gewesen, Minias. Okay, dann setzen wir den eins rum. Jetzt sind wir auf 0, jetzt sind wir auf 12. Jetzt haben wir zu wenig Obst. Gut, den Dreier lasse ich jetzt einfach mal da. Und ich glaube, ich setze drüben noch eine Plantage an. Wir brauchen sowieso noch Reis. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Das ist eine Reisplantage, die ist voll ausgebaut. Haben wir irgendwo noch eine Reisplantage, die irgendwie unterversorgt? Da oben. Nee, das ist ja kein Reis, das ist ja das Obst. Ist das echt die einzige? Okay. Okay, das müsste aber hinhauen. Ich setze sie mal da hoch. Und dann nehme ich die hier so, obwohl die könnte noch eins höher. So. Da können wir hier noch was dazwischen bauen. Jetzt werden wir die auf jeden Fall mal aufrüsten. Okay. So, die Wirtische Bucht. War das hier? Ja. Lass was drauf, so viel steht fest. Sehr gut. Okay, das war's von unserer Seite. Jetzt müssen wir die Startrampe nur noch einweihen. Na komm. Sie haben den Mann gehört. Die Systeme sind bereit. Ah, Sicherheit. Die Shuttles in Position. Ja, ja. Starten Sie den Countdown. Es geht zum Mond. I know that. Freue mich drauf. Warum ist denn hier Unterversorgung an Sicherheit? Hier mehr Sicherheit und da vorne. Das ist ein Gemeindezentrum. Hier fehlt Transport. Ach, das ist diese Biopolymerfabrik.
Okay, ich mache zu wenig Harze. Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade abgeschlossen. Okay. Okay, warte mal. Sicherheitszentrale. Das bauen wir noch schnell. So. Jetzt geht der Strom wieder zur Neige. Wer hat's gedacht? Vielleicht müssen wir doch noch ein paar Fabriken optimieren. Einfach rumfahren und auf Leute schießen. Denen liefern wir einen Kampf. Gute Systeme sind die halbe Miete. So, jetzt sind wir bei plus 7. Das geht schon. So, Raumhafen. Aktualisieren. Go for it! 5, 4, 3, 2, 1. Up, up and away! Und wir landen auf dem Mond. Ein historischer Moment. Absolut. Die ganze Welt schaut zu ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor ihnen. Ihre Kolonisten erwarten ihre Befehle. Gut. Was ist hier oben eigentlich? Konservennahrung. Das machen wir zuerst und dann geht's auf den Mond. Cool, du bist auch hier. Dann kannst du ja mal in meinem Lager vorbeikommen, wenn du magst. Da kam, glaube ich, auch ein Kommentar, dass ich das ignorieren würde. Yo. Mit Fortschritt! So. So, hier machen wir das genauso, oder? Da bauen wir diese Richtung aus. Vielleicht so ein bisschen nach oben. Dann setzen wir kurz das hier um. Fräsen hier ganz kurz die Straße auf. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So müsste es gehen. Kommen wir da hinten rum? Ich hoffe. So, ich hoffe, dass ich hier mit meiner... So. Das können wir eigentlich so lassen, oder? Ja. Jetzt haben wir hier einen schönen Wärmesektor. Und dann können wir auch noch ein paar Gebäude hinsetzen. Ah, schade. Genau das Stück fehlt. So. So, wir produzieren aber jetzt noch ein bisschen mehr Wärme. Wir sind praktisch in der Fläche. Hier sind wir gut. Ab in den Weltraum. Und seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, hat die Orbital Watch die meisten Kolonien der LEC übernommen. Da oben sind sie auf sich alleine gestellt. Ich nehme diesmal hier diesen runden Krater. Im Livestream habe ich ja diesen Doppelkrater, die Mitte praktisch genommen. Sie haben Phase 3 des Mondlizenzierungsprogramms begonnen. Ihre Shuttles sind in dem ihnen zugewiesenen Siedlungsgebiet eingetroffen. Sie müssen dort eine Mondkolonie gründen und mit der Helium-3-Extraktion beginnen. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung eines stabilen Fusionsreaktors. Weitere Informationen. Feindliche Aktivitäten in der Nähe ihres Siedlungsgebiets entdeckt. Seien Sie vorsichtig. Ich bemühe mich. Ja, dieser Fusionsreaktor, das ist nämlich das Ziel, weil der Mond soll die anderen Gebiete mit Strom versorgen. Also das ist praktisch der... Da sind sie also. Oh. Der Mond. Ihr ganz persönliches Stück. Wir sind auf dem Mond. In der Zeit der ersten Welle gab es Bestrebungen, aus diesem Sektor eine Touristenattraktion zu machen. Sie wurden nie umgesetzt, wie Sie sehen. Und nun ruhen unsere Hoffnungen auf Ihnen.
Ob das Mondlizenzierungsprogramm fortgeführt wird, hängt von dem Erfolg der ersten Kolonie der zweiten Welle ab. Da sind wir mal gespannt. Die Sicherheitsvorkehrungen erfordern, dass sie Mondkolonien nur in Kratern errichten. Sie bieten den besten Schutz vor kosmischer Strahlung und Meteoreinschlägen. Wo ist denn der Einstieg in den Krater? Ist das hier gewesen? Ja. Okay. Fahrzeug. Koordinaten bestätigt. Da fahren wir jetzt mal hin. Wir sind auf dem Mond, Kinders. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt spielt mit dem Krater. Also mit dem großen, runden Krater. Du hast Nerven, uns auf unserem eigenen Gebiet herauszufordern. Gut. Du wirst lernen, dass man meine Warnungen nicht in den Wind schlagen sollte. Ja, Virgil. Roger. Bleib mal da. So. Sind unterwegs. Fangen wir mal an hier. So. 500 Strom, okay. Wir fangen an mit dem ersten. Müsste eigentlich reichen, oder? Der Mond besitzt keine Atmosphäre. Kraftwerk. Mit dem Schutzschild. Großen Schaden zufügen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall noch ein Kraftwerk dann. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Okay. Werden wir korrigieren. Ich überlege jetzt gerade, ob wir... Schade, die 8. Okay. Wir machen das anders. Wir ziehen von hier ab. Zeit, etwas Staub aufzuwirbeln. Bauoption Ach so. Erweitert. Luftschleuse offen. So. Guti, guti, guti. Dann. Produzieren Sie Sauerstoff. Sauerstoff produzieren wir hier drüber. Und dazu brauchen wir 20 Mondeis. Und die machen Sauerstoff. Dann machen wir... Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Weit ist es entfernt. Diesen Vergleich wächst eigentlich egal, ne? Ich würde sagen, wir bauen uns hier unten ab. So, hier wird jetzt... In diesem Sektor befindet sich die erste Kolonie, die den Vorgaben des Mondlizenzierungsprogramms entspricht. Kein Grund zur Klage. Vergessen Sie aber nicht unsere gute alte Erde. Um Ihre Monderträge runterzuschicken, müssen Sie weitere Landeplätze für Frachtshuttles errichten. Gut, und hier setzen wir jetzt wieder so ein Schutzschild hin, sonst fangen die nämlich nicht an zu produzieren. Und Sauerstoffproduktion. Die setze ich hier hin. So, jetzt wollen die mehr Mitarbeiter haben. Dazu müssen wir auch Titanplatten produzieren, weil das ist der Stoff, aus dem wir Sachen hier unten basteln. Das heißt, wir machen das hier hin. Und das ist ein Krater da. Achso. Auf dem neuesten Stand. Bullshit. Wie sieht's aus? Alles gut. Mach das jetzt mal hier so runter. Da dran. Und ein Schutzschild. Oh, haben wir nicht. Okay, wir brauchen mehr Leute. Können wir auch nicht, weil uns die Credits fehlen. Was, 7500 für ein so eine Zelle? Credits. Haben wir nicht. Ja, wir müssen nochmal auf die Erde. Das ist echt das Problem. Der Mond frisst einem die Haare vom Kopf. Hab ich nicht von denen was gesagt, dass irgendwie was hier indiskutabel. Hier, Luxusessen. Minus 6. Okay, wir müssen mehr Luxusessen produzieren. Also gehen wir nochmal hierher und müssen auch hier das so ein bisschen aufbauen. Weil sobald wir den Mond ausbauen, ist hier Feierabend. Dann kostet uns das so viel Kohle. Schöner Daumen. Wer warst du? Finden Sie den passenden Baum an der Küste. Passender Baum. Finden Sie passender Baum. Das ist doch eine schlechte Übersetzung, oder?
Schauen wir uns an. So, Luxusessenproduktion. So, dann versuchen wir das Ganze hier mal ein wenig zu optimieren. Ich glaube, und deshalb bin ich. Ich mache das jetzt so. Ich kann 4 Stück, dann kann ich die auch hier hinten ransetzen. Beziehungsweise, wenn diese Dinger hier egal sind, dann könnte ich die auch versetzt ransetzen, ne? So, dann setzen wir die lieber im Doppelpack hinten dran. Also, Luxusessen. Wir produzieren Sojabohnen, zu wenig. Also, müssen wir von den Dingern auch noch welche bauen. Dann hätte ich gesagt, setzen wir das hier einfach mal höher. Und machen hier nochmal so eine Produktion. Oder hier können wir nichts mehr dran bauen, nee. So, Manager. 21 haben wir nicht. Ist doch ein Scherz, oder? Wo wollt ihr wohnen? Wo ist es hübsch? Wir haben hier so viel Platz. Ich glaube, ich setze hier so ein bisschen abseits von der Industrie, auch wenn es jetzt keinen Einfluss unbedingt hat. Aber so ein bisschen rein. 5. 10. Das Ganze nochmal. So, haben wir noch genügend Platz bis dahin, genau. So, dann wollen die Informationen, dann machen wir die ein bisschen an den Rand hier vorne. Da ist Information. Dann brauchen die eigentlich noch Informationen, auch wenn ich die aufwerte. Ja, ist recht, oder? Nee, wenn die ganz aufgerüstet sind, brauchen die keine. Die streben nicht mehr. Doch, doch, selbst die großen Gebäude. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wirklich nur die erste Stufe Information brauche, aber ich denke, das ist ja ein Grundbedürfnis. Okay. Strom. Haben wir doch ja noch eins gebaut, oder? Da. Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. So, 582, das langt erstmal so. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Da sind wir gerade dabei. So. Jetzt kommen wir auch wieder an Geld. Bohnen. Bohnen minus 2. Manager, Bohnen. So, das ist ein bisschen wenig. Da hauen wir direkt noch hinten dran. Plus 18, das ist doch perfekt. Machen wir die Optimierung. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Wir müssen aber wahrscheinlich demnächst wieder diese komischen Echtzeitstrategiespiele machen da. Das finde ich auf Dauer ein bisschen langweilig. So, Bohnen haben wir jetzt im Überfluss, oder? Naja, nicht im Überfluss, aber zumindest genügend. So, den Bohnen gehört Fleisch. Fleisch produzieren wir auch schon bis plus 10. Da könnten wir das Ding hier erweitern. Ich glaube, das ist dann die letzte Stufe. Oder? Ja, das war die letzte Stufe. Dann sind wir da auch in einigermaßen plus. Weinberge. Da machen wir das so, dass wir hier eine Straße nach hinten ziehen. Wein produzieren. Einfach. So, und jetzt verschieben wir das Ganze nochmal. So. Symmetrisch, propetrisch. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben Bohnen, wir haben Wein, wir haben Fleisch. Jetzt müssen wir noch Essen produzieren. Dann könnte ich eigentlich jetzt die hier erweitern. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Das machen wir mal so, hier können wir die noch erweitern. Da können wir noch eine Farm dran bauen. Hier können noch Wein dran. Dann setze ich die doch hier so.
Und dann da hinten dran. Plus 3, komm, gib mal Gas. So, Saft brauchen wir. Dann machen wir hier noch eine Straße dran. In diese Richtung. Die wir dann hier anbinden. Das kann doch nicht sein, dass schon wieder Reis zu wenig ist. Hatte ich das nicht erweitert erst? Moment, dieses Harzzeug. Wir produzieren mehr, als wir Felder haben. Das sind die hier. Achso, da hatte ich auch eine abgerissen, ne? So, hier werden wir nichts mehr ausbauen. Wir haben ja auch hier keine sinnlose Fabrik. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wir sehen uns aber zur nächsten wieder. Und ich freue mich drauf. Dann werden wir uns noch weiter ausbauen. Echt, ich bin hier so süchtig, ich achte überhaupt nicht mehr auf die Zeit. Ich dachte eben, nee, es kann nicht sein, schon wieder 20 Minuten zu Ende. Aber ein gutes Zeichen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.